Dann geht's auch direkt weiter mit Hitman Absolution. So, der Kopf ist weg. Der lehnt sich da an die Wand. Das könnte eine Weile dauern, außer der Richter beschließt eine Vertagung. In meiner Macht steht, um Ihnen einen gerechten Prozess zu ermöglichen. Ich bin kein Fan der UN und glaube, dass Ihre Ideen es verdient haben, angehört zu werden. Aber Sie müssen jetzt still sein. Ich muss pinkeln. Nun, wir haben technische Probleme und einen inkontinenten Angeklagten. Also machen wir kurz. Oh, der muss pinkeln. Das ist praktisch. Hallo, Sir. Guten Tag. Hey, ich bin Sternzeichenschütze. Das freut das mich ist ja. Das ist mir ziemlich schnurz. Und jetzt drücken Sie mir bitte nicht so auf die Kelle. Der muss pinkeln. Ich weiß, dass es hier natürlich auch eine Toilette gibt. Wo war denn die Toilette? Guten Tag. Ich muss doch sehr bitten. Nee. Bist du also mit den anderen Mädels zur Girls Night nächste Woche? Ja, die bewegen sich frei in allen Bereichen. Oh, nein. Wir sollten doch mal alles durchgehen. Scheiße. Aber da gibt's nichts durchzugehen. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen, Sir? Tag. Hey, Sie gehen gerne auf Zufühlung, was? Alter! Also, ich ehrlich gesagt nicht. Also, darf ich mal bitte raus? Nichts verloren! Hier ist kein Zutritt! Männer! Hauen Sie ab! Oder es knallt! Ja, ich würde ja gerne! Okay. Was sollte das denn jetzt? Gut, dann machen wir nochmal weiter. Dann gucken wir uns erstmal auf dem Klo um. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Gehst du also mit den anderen Mädels zur Girls Night nächste Woche? Die Gerichtsdiener bewegen sich frei in allen Bereichen des Gerichtsgebäudes. Ich bin nicht. Das ist nicht. Das ist einfach nicht so mein. Wie gesagt, Mann, ich habe kein Gesetz gebrochen. Die Kamera war offen, der Schlüssel steckte, also hab ich sie mir ausgeliehen. Hey, mich das Gericht eben mal. Das war kein Diebstahl. Und wegen der CDs? Okay, die habe ich geklaut. Der hat ein cooles Hemd an. Wegen der CDs sind Sie nicht angeklagt. Kein Wort von irgendwelchen CDs. Ich meine, Mann. Hey, der wahre Verbrecher ist doch der Besitzer. So. Ich glaube, wir müssen mal eben hier das triggern. Unseren Augen geistig krank ist und zur sofortigen und umfangreichen psychiatrischen Begutachtung eingewiesen werden sollte. Doch, dann warten wir mal eben ab. Wir können uns ja in der Zeit noch mal ein bisschen umgucken. Da hinten sind ein paar interessante. Da ist ein Ort. Können wir irgendwo rausgehen? Hier sind die Klos. Ah ja, hier geht's raus. Zigarette geben? Entspann dich. Sag einfach die Wahrheit, dann passiert dir nichts. Ach, das sieht mein Anwalt aber ganz anders. Ich habe Geschichten über diesen Richter gehört. Der soll knallhart sein. Nee, der ist okay. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Stehen Sie wieder. Warum? Ordenhalts... mit... an... mit... Aufenthalt war ich für Angeklagte, nur für Sicherheitspersonal. In dem Gefangene in einem Kampf um Leben und Tod gegeneinander antreten. Okay, da ist nichts. Sie können es mir sagen. Ich weiß gar nicht, fällt das auf, wenn ich mich da dranhänge? Ach, hier bin ich jetzt. Oder was? Gehen wir später was Guten trinken, Tag. Ich meine, wenn dieser durchgeknallte Richter dich einbringt. Dann gehen wir mal wieder in die obere Etage. Hoffen mal, dass die jetzt soweit sind inzwischen. Ah ja, gut. Ha, wie passend.
Wir sind gerade soweit. Okay, der geht jetzt pinkeln, das heißt, wir gehen schon mal Richtung Klo und verstecken uns da im Schrank. War das Klo hier rum? Ja, hier rum. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wo war denn jetzt das Klo? Ach, das Klo war hier. Wir warten mal eben, bis der da jetzt losgeht, tatsächlich. Oh, hallo. Wie geht's denn so? Hallo. Ich kümmere mich darum, keine Sorge. Okay. Schon schön schmierig hier, ne? So, dann verstecken wir uns hier drin mal. Bleib mal hier, Junge. Wir brechen ihm natürlich nicht das Genick. So, wir schnappen uns die Verkleidung. So, rein mit dir. Sie die Hände so, dass ich Sie sehen kann. Wir gehen jetzt nach hinten in den Gerichtssaal. Sie werden mit niemandem reden oder stehen bleiben. Der Richter ist nicht für seine Geduld bekannt. Hinten sieht so geil aus. Das sieht so... Ja, ist ja gut, wir sind schon da. Komm, jetzt mal einen Schritt dabei, ey. Ein, dann bringen wir die Sache endlich zu Ende. Als Richter habe ich bei der Urteilsfindung in Fällen wie diesen großen Spielraum. Der Kontext ist wichtig. In all meinen Jahren als Richter habe ich für Straftaten, die Sie Ihnen zur Last gelegt werden, wohl noch nie jemanden mit mehr als der Mindeststrafe belegt. In Ihrem Fall aber nutze ich diesen Spielraum, um das Strafmaß voll auszuschöpfen. 2 Jahre Haftstrafe sowie eine Geldstrafe von $10.000. Die Strafe wird im minimalen Strafvollzug in Rapid City verbüßt. Das war's. Kann bitte jemand die nötigen Schritte einleiten und den Verurteilten einsperren? Sie haben den Richter gehört. Vorwärts, gehen wir. Die Sitzung wird in 45 Minuten fortgesetzt. Gut. Die Arrestzellen sind jetzt zugänglich. Ja, perfekt, so kommen wir auch in die Arrestzellen. Warte, wie viele Jahre Haft waren das jetzt? 2 Jahre und 10.000 Euro Geldstrafe. Ist richtig. Soll ich da jetzt reingehen? Kommt der jetzt mit? Ah. Ich habe mehr Punkte als Blue geholt. Knast, Bruder. Guten Tag. Ah, Sie schon wieder. Langsam habe ich satt. Wann kapieren Sie es endlich? Folgen Sie mir. Die UNO, Mann, die UNO. Schlüssel geben, das wäre einfacher. Na, ich habe gehört, der Richter hat Sie endlich mal richtig verknackt. Ach, der ist schon öfters wieder dran gewesen. Ich habe Sie gewarnt, blöd Mann. Die UNO. Zu weit, habe ich gesagt. Jetzt wandern Sie mit irgendeinem Wichser in eine Zelle. Aber keine Sorge, mein Freund. Sehen Sie sich an. Sie tut mir fast leid. Na, egal. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Wir hatten ein paar Probleme. Also haben wir eine hübsche Zelle für Sie. Weit weg von den bösen Jungs. Fürs Erste.
Es ist ein verdammtes Paradies verglichen mit dem Laden, wo sie die nächsten paar Jahre verbringen werden. Lady. Muss ich jetzt hier rein? Hey, Schwanzgesicht. Ein alter Freund ist hier. Willst du ihn nicht begrüßen? Was habt ihr denn für ein Problem? Seht ihr nicht, dass ich meine Geschichten lesen will? Tja, wie auch immer. Zieh einfach den Kopf ein, dann passiert dir nichts. Tja. Ja, dir auch. Frohe Weihnachten. Oh, tut mir leid. Das ist politisch unkorrekt. Frohe Feiertage. Wow! Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Nicht nochmal alles. Nicht nochmal alles. Oh. Ja, ich komme dir entgegen. Ah, sie schon wieder. Langsam habe ich satt. Wann kapieren Sie es endlich? Folgen Sie mir. Ich sollte Ihnen einfach den Schlüssel geben. Alter, die UNO. Die UNO. Na, ich habe gehört, der Richter hat Sie endlich mal richtig verknackt. Ich habe Sie gewarnt, Blödmann. Irgendwann gehen Sie zu weit, habe ich gesagt. Jetzt wandern Sie mit irgendeinem Wichser in eine Zelle. Aber keine Sorge, mein Freund. Sehen Sie sich an. Ach, das bin ich. Fast leid. Na, egal. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Wir hatten ein paar Probleme, also... Der Sheriff sagt, er ist nicht korrupt. Hallo, Güterzug. War das Güterzug? Für das Erste. Es ist ein verdammtes Paradies verglichen mit dem Laden, wo Sie die nächsten paar Jahre verbringen werden. Lady. Hey, Schwanz. Ein alter Freund ist wieder da. Willst du ihn nicht begrüßen? Was habt ihr denn für ein Problem? Seht ihr nicht, dass ich meine Geschichten lesen will? Tja, wie auch immer. Zieh einfach den Kopf ein, dann passiert dir nichts. Der dreht sich jetzt noch zu uns rüber um. Bleibt der da jetzt stehen? Sieht der uns hier, wenn wir... Ja, der sieht uns. Der sieht uns! Kommen wir hier irgendwie raus? Fällt auch nicht auf, dass jetzt die Tür hier offen ist. Also ich versuche mal durchzuhuschen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Perfekt. Packt ihn nicht so grob an, Jungs. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skirty lässt grüßen. Nee, das... Kontrollpunkt Neustart. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Der wird da drin nämlich zusammengeschlagen und wir können dem irgendwie helfen. Wow. Ich befolge nur Befehle. Könnte Unterstützung. Hey, schön. Hey. Dein Problem. Bitte. Helfen Sie mir. Na, ich gehe mal helfen. Mal gucken, was passiert. Fick dich. Fick dich. Ich hab versucht, aber die Show ist vorbei, Mann. Feuer. Alles klar, Bob. Ich muss dem anders, glaube ich, helfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich die Verkleidung von dem Typen, der da weggeht. An dem da. Was ist denn hier sonst? Hier ist irgendwas Interessantes da hinten. Okay. Verkleiden wir uns direkt mal.
Braves Mädchen! Und sieh mal eine an! Ihre Handgelenke haben genau die richtige Größe für diese Armbänder. Arschloch. Arschloch. Ey, ich hab dir voll im Hinterkopf geballert. Der Safe ist jetzt offen. Welches Safe? So. Kann ich hier irgendwie... Ne. Ich glaube, der Wecker hat geklingelt, ne? Ja, bis neulich.